Herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier auf Marsch. Wir werden jetzt hier Stroh weitermachen. Nebenbei läuft die Ernte auf Feld Nummer 54. Gerste. Ich hoffe, dass es klappt. Bei den anderen mal kurz rüber fliegen. Ne, klar, gestern konnte arbeiten. Ah, okay. Das andere ist ja Stroh. Das ist ja die Ballenpresse. Das andere ist ja normal. Die sind ja warten, bis sie abfahren können. Ne? So, nächste Ballung vor. Oh, kurz überlegen. Plane. Plane weg. L. Das geht nicht. Aber L. Ziehen die Wolken auf. So düster hier. Ob man die Straßen tiefer machen kann. Auf eine Ebene. Naja gut, ich sag mal so, als Deich ist das, naja, Fehlfunktion, ne? Da würde ich kein Vertrauen haben, in diesen Deich. Dass am anderen Ende wieder alles freie, das Wasser freie Fahrt hätte. Was sein könnte natürlich, da stelle ich mir eher vor, dass man das als Performance naja, das unterstützt, dass man im Prinzip nicht so weit sehen kann. Dass im Grunde immer ein Deich dazwischen ist, also ein Objekt ist. Man sieht nur halt den Deich und nicht die Bäume dahinter oder die Gebäude, so ist extrem. So stelle ich mir das vor als, na, Hilfe nicht, aber als, naja, für einen schwachen Rechner ist es natürlich besser, wenn er nicht alles sieht, ne? Hätte man schon vorne da vorbeifahren können, ne? Hier die schönen. Muss ich wieder aufladen. So. Ich höre den LKW nicht. Musik auch nicht. Schöne viele Ballen. Gib mal drei. Ach so. Und was ich machen könnte, ist ja folgendes. Ich könnte den Ton ein bisschen lauter machen. Über den Elgato-Regler. Sieht so aus, wenn er auch eine Aufnahme so leise ist. Das ist ja schlecht. Ohne so schnell fahren. Hier immer noch Kälber umstallen. Sobald das ein bisschen ruhiger wird hier. Und Milch verkaufen müssen wir auch irgendwann mal wieder. Der globale Markt will Milch haben. Ich habe in Thüringen etliche Liter verkauft. Überlege, ob ich hier das privat mache, für mich alleine, weil dann kann ich schön eine Produktion nutzen. Zumindest die, naja gut, entweder oder, ne? Also Weizen und Getreide könnte ich ganz gut hier gebrauchen, die Milch noch nicht. Noch. Muss ja hier wieder einkaufen, das ist. Das ist ganz Verrückte. Muss ich auch noch wegfahren. Das ist auch noch Stroh.
Oh, da war ein Flieger. Das mache ich mit dem Deich. Bisschen etwas übertrieben. Der Lexikon ist voll. So, guck ich mal an den Allrider-Fahrer. Du, da ist einer ist voll. Mach ich mal leer. Aber im Großen und Ganzen klappt das mit Overdrive. Aber ich sag mal, wenn die Vision funktioniert, dann soll man das auch behalten, ne? ne? Wo ist die C? Also mir ist das in Thüringen passiert, mitten im Livestream, wo da abgepfiffen ist, also das Spiel heute wollte ich aufnehmen für die Marsch. Ja, ist das Ding nicht geladen, ne? Ja, da war ich ja begeistert, du. Und das soll man nur alles wissen, ne? Und rausfinden, wo man liegt. So, da habe ich mir gedacht, versuch's mal einen älteren Spielstand zu laden. Den ersten genommen, geht nicht. Den nächsten genommen, geht auch nicht. Den dritten oder vierten hat es ja geklappt. Muss ich aber leider etwas sagen, dass ich ein bisschen nacharbeiten musste hier. Den Ball nicht gekriegt. Also war ja teilweise schon fertig und musste ich nochmal weit nacharbeiten. Also nachernten. Hatte ja schon eine Folge gehabt, wo Stroh schon gepresst wurde. Die Arbeit normal machen ist immer nicht so lustig. Macht mir noch keinen Spaß. Hoffe, dass jetzt klappt, ne? Beim nächsten Mal. Gut, der Lexikon ist leer, da wird gerade leer gemacht. Oder zumindest ist leer. Die Meldung ist weg. Aber das klappt auch drauf. Deswegen haben wir gedacht, nochmal einfahren. In aller Ruhe. Und wir können hier in aller Ruhe arbeiten. Wenn da zwei sind, dann muss doch auf der schauen und wird hier nichts fertig. Ne? Das Feld will ja geflügt werden. Aber da haben wir extra einen Elke-Traktor für und einen Flug. Hier werden wir den Raps auch sehen. Morgen ingeben, also das dauert noch ein bisschen, zuerst mal die Ernte fertig machen. Ne? Obwohl die Aussaat eigentlich von allein läuft. Das läuft eigentlich ganz gut. Und da schaue ich aber erst, wie gesagt, hier machen wir die Gerste fertig. Zweiten Herbst ungefähr, schätze ich mal. Ersten nicht gleich. Wir haben genug Zeit, ne? Also müssen wir halt herschicken. Ne? Das sieht verdächtig aus. So, diese Strohballen sind alle weg. Auch zum nächsten Feld. Dann könnte man hier näher bald mit der Aussaat beginnen. Machen wir hier schön Fläche und fliegen wir mit zu. Das ist auch meins. Hier aber stehen lassen. Oh, nee. Ballpresse haben schon alle hoch, ne? Ist das denn so schwer, alles zu machen? Nur ist egal. Voll. Auf Richtung Strohlager. Ja, Heu wollen wir noch machen, zweimal. Feld Nummer 2 und Feld Nummer 15. Da kommt aber Getreide rein. Wahrscheinlich Gerste oder Weizen, ist egal. Hier rechts haben wir auch was aussehen.
sobald das zulässt. Ja, muss ich sehen. Normal werden wir es nicht können. Das schaffen wir garantiert nicht. Boy brauchen wir ja nicht unbedingt. Den Maroi haben wir genug. Hier auf der Rennpiste, auf dem Marsch. Dass hier kein Gegenverkehr ist. Mais habe ich auch noch ein bisschen, aber das wächst ja gerade mal, ne? Das ist ja. Das sieht ja von der Witterung her schlecht aus. Ich habe das eine Jahr mal gesehen hier in Brandenburg, Maisfelder. Da dachtest du so hoch, ja. Gerade mal Beinlänge kann man sagen, ne? Wenn überhaupt. So trocken. Nur dazu sagen, mal ganz vorsichtig ausgedrückt, auf Sandboden sollte man eigentlich keinen Mais auspflanzen, ne? Weil der Mais wird ja eigentlich spät ausgepflanzt, wegen der Wärme. Also um Mai herum, also frühestens im Mai. Und Sandböden brauchen eigentlich immer wieder Regen, konstant Regen. Sonst sind die voll trocken. Das heißt, auf gut Deutsch, wenn da jetzt, wie du es ja mal hier noch, wenn da jetzt zum Beispiel ja, zu spät auspflanzt und kein Regen kommt, dann hast du die AA-Karte. Geh mal rein hier, du. Die hinterrein nicht, du. Eine Luftnummer. Wo hängt der sie an? Wo hängt der jetzt fest? Ach, am Dach? Kann aber sein. So. Jedenfalls eigentlich auch schwere Böden normalerweise. Und der kann lange Wasser speichern und da kann auch der Mais noch ein bisschen zehren. Aber wenn man Getreide anpflanzt auf Sandboden, der ja eigentlich im Frühjahr sein Hauptwachstum hat und dann ab Juni anfängt trocken zu werden und auszureifen, da ist der Schaden zwar auch vorhanden, aber nicht so ganz so extrem wie Mais, weil Mais muss ja immer wachsen, ne? Und der braucht viel Wasser. Und das garantiert Anführungszeichen die Gier über die BGH Silage. In der Hoffnung, dass man da viel Geld machen kann, aber es ist witterungsbedingt ist ungünstig, ne? Muss schon die Früchte in den Boden anpassen, ne? Also ich dachte schon überzogen, aber ne, wir sind noch im Rahmen. So, haben wir Richtung Feldnummer, können wir gleich vorne anfangen. Ja, das ist zu eng. Junge, da musst du das sehen. So, die Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sag mal Tschüss und Winke, Winke. Und ciao, ciao. Ja. Dann haben wir bald geschafft. Die Ecke wird Stroh, ne? Dann können wir bald die Aussaat hier vorbereiten. Ja, tschüss. Schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, bis morgen, bis dann und tschüss. Tschüss.